Hallo ihr Süßen, ich stehe hier auf dem Edelstein am Felsen Mönch und Nonne. Hinter mir ist das Opelwerk, da ist heute Tag der offenen Tür. Ich hoffe, das trifft nicht auf den Eisenacher Fußball zu. Der FC Eisenach ist heute zu Gast im Stadion der Freundschaft bei Wismut Gera. Stadion der Freundschaft für mich, ein Groundhopping-Punkt. Ich freue mich einfach drauf auf diesen Ground. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ein kleines Spitzenspiel stand in der Presse zu lesen. Ja, da gehe ich mit, das unterstütze ich. Ist ein kleines Spitzenspiel, Eisenach als Vierter, Wismut Gera als Fünfter. Ein völlig offenes Spiel aus meiner Sicht. Jürgen Heun will zum ersten Mal einen Auswärtssieg einfahren. Ich bin ein bisschen vorsichtiger, mit einem Unentschieden könnte ich gut leben. Wie es euch geht, weiß ich nicht, aber ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Gaffen. Oh ja, da holt der Eisenacher Fußballfan ganz tief Luft. Hält diese Luft so lange wie möglich in seinen Lungen. Endlich wieder mal ein Stadion, das diesen Namen verdient. Das FC Wartburgstadt, Hösseltal-Stettfeld und Lord Eisenach tingelte man über Dorfsportplätze. Jetzt ist man im Thüringer Oberhaus angekommen und darf, ich betone darf, in solchen Stadien spielen. Rudelbildungen direkt vor dem Spiel, während des Spiels ist es ja verboten. Hier, die Gera haben sich sehr, sehr viel zu erzählen. Jawohl, und jetzt wissen auch die Eisenacher, gegen wen sie spielen. Rico Heuschkel, der Mannschaftskapitän, versucht hier durchzutanken, schafft er nicht. Fuhrmann ist schneller. Auf der Gegenseite Alex Pohl löst sich von seinem Bewacher und bringt Arm ins Spiel. Naja, ein klitzekleines bisschen steht er im Abseits. Daniel Reinhardt über links. Und schöne Parade des Schlussmeister Gera, Alexander Just. Hier soll David Leischner nicht unfair gespielt haben. Trotzdem gibt es Freistoß, weil Philipp Baumbach seinen Ellenbogen zur Hilfe genommen haben soll. Rico Heuschkel zum Zweiten. Nicht schlecht, findet die Lücke in der Mauer. Und Sven Kallenbach findet den Ball. Gera zum Dritten. Ah, da gibt es Unwill gegen den Herrn da drüben. Wer mit der Fahne da im Wind fuchtelt, war wohl abseits gewesen. Ihr seht ja, wo ich stehe. Habe ich von dem Standpunkt natürlich nicht sehen können. Schöner Schuss hier von der Nummer 8. Von die Neumauer. Neumauer, Entschuldigung. Und sehr schöne Reaktion von Sven Kallenbach. Markus Arndt und dann dieses Geschoss von Toni Braunschweig. Da gibt es Applaus. 235 Zuschauer waren im Stadion. Ich schätze mal, 30 werden das Eisenach gewesen sein insgesamt. Und dann kriegt Martin Fiss die Rindsleiche voll auf den Gewürzprüfer. Muss natürlich erstmal raus. Die rote Suppe muss gespielt werden. Da kommt der Schiedsrichter. Na Junge, kannst du weiterspielen? Ja, der Kimmel tut noch ein bisschen weh. Komm, da musst du jetzt durch. Rein da. Peter Springer. Kampf mit diesem hitzigen jungen Mann. Von dem werden wir in diesem Spiel noch mehr erleben. Da ist die Nummer 9, Marcel Hartmann. Marcel Hartmann zum Zweiten. Hat er dem Linienrichter eine Einladung zum Kaffeetrinken überbracht. Das wertet der Schiedsrichter als Reklamation und gibt Hartmann die gelbe Karte. Dazwischen, nächste Möglichkeit von Toni Braunschweig. Wieder der Torschrei auf den Lippen der Eisenacher Fußballanhänger. Es sah nicht schlecht aus, was ihre Eisenacher hier fabrizierten. Nächste Möglichkeit. Hier durch Peter Springer. Ja, war in der ersten Halbzeit ein Spiel auf Augenhöhe. Die Chancen verteilten sich gleichmäßig auf beide Seiten. Und es waren ihrer wenige. Hier gab es auch mal 20, 25 Minuten Leerlauf. Beide Mannschaften hatten Respekt voreinander. Der Halbzeitstand von 0 zu 0. Natürlich daher auch logisch. Die zweite Halbzeit beginnt mit einem Paukenschlag. Braunschweig mit einem Waltenball auf Springer. Alles noch in Ordnung. Hier wird er von Hartmann gestellt. Springer erkämpft sich den Ball zurück. Auf Fiss. Wieder Springer. Jetzt kommt Hartmann von hinten. Trifft alles, aber nicht den Ball. Da rauft er sich die Haare und er weiß schon, was kommt. Tja, lieber Junge. Wenn du einmal mit Gelb dekoriert bist, darfst du so nicht zum Ball gehen. Ist natürlich leicht gesagt in der Hitze des Gefechtes, aber diese gelb-rote Karte, natürlich dem Regelwerk entsprechend, ist vertretbar, ebenso wie der nachfolgende Elfmeter.
Alexander Pohl vom Punkt. Und 1:0 für den FC Eisenach nach 47 Minuten. Die Wartburgstädter in Führung. Ihr hört es an der Geräuschkulisse, Mama Pohl ist auch im Stadion. Und dann diese Situation, das war nur 5 Minuten später, eine Parade von Peter Springer. Der hechtet da in das rechte untere Eck, macht seinem Namen alle Ehre, nur Torwart ist. So hat es auch der Schiedsrichter gesehen und kann gar nicht anders als Peter Springer mit Rot vom Feld zu schicken. Der nachfolgende Elfmeter, Rico Heuschkel. Einmal Kallenbach und dann ist die Situation geklärt. Wismut Gera schafft es nicht, seinen Elfmeter zu versenken. Steht weiter 1:0 für den FC Eisenach. Und das ist der Held. Der nächste Aufreger. Hier kriegt Reinhard den Ball an die Hand. Und der Linienrichter entscheidet auf Abstoß. Da können die Gera nicht fassen, was sie da sehen. Fand ich auch sehr, sehr fragwürdig, diese Entscheidung. Andi Wadek war in diesen Zweikampf verwickelt. Es hätte mindestens Ecke, wenn nicht für Wismut geben müssen in dieser Situation. Wer es nicht glaubt, kann sich hier nochmal anschauen. War ein völlig normaler Zweikampf. Absicht will ich Reinhard da nicht unterstellen. Der wird schon angeschossen, aber es hätte wenigstens Eckball. Fehlentscheidung. Dann nahmen die Konter der Eisenacher zu. Philipp Baumbach, das zu eigensinnig, aus spitzem Winkel. Markus Arndt genauso. Da wartet in der Mitte Pohl, da hätte es besser getan abzulegen. Hier wieder eine Entscheidung, die den Gera die Zornesröte ins Gesicht trieb. Dann Foulspiel gegen Fuhrmann, Vorteil. Und da verletzt sich aber die Nummer 8 von Gera René Neumeier und läuft über Alexander Pohl. Zu leichtfertig vertändelt. Auf der Gegenseite nochmal Heuschkel. Starker Mann, guter Ball. Und dann wird endlich mal Martin Fiss geschickt. Er kann endlich mal seine Schnelligkeit ausspielen. Markus Arndt. 7-mal hat er die Dutz schon in der laufenden Saison im Tor versenkt. War vor diesem Spieltag Führender in der Torschützenliste. Dieser wollte nicht rein. Hier auch eine fragwürdige Situation. Da hätte sich auch keiner beschweren können, wenn es hier Elfmeter gegeben hätte. Braunschweig! Geras Fans jubeln. Trotz 0:1 Rückstand. Ja, wann hat man sowas mal erlebt? Dann geht Fiss raus. Sippe kommt. Es ist die Schlussphase. Das ist der Koch. Witzelt da jemand auf der Gera-Tribüne? Ja, gute Laune herrschte. Hier wollte man wieder einen Freistoß. Natürlich gab es da nichts. Wieder brechen die Eisenacher durch. Alexander Pohl in der Mitte, der eingewechselte Max Frank. Und dann muss Flosse Fuhrmann in den letzten 2 Minuten runter. Er hat einen Cut am Kopf in einem Kopfballduell. Es wird dann hitzig. Hier sehen wir uns mal Leichner an. Der wird von hinten geschoben. Dann fällt sein Gegenspieler und er kriegt plötzlich die gelbe Karte. Und dann ist aber das Spiel zu Ende. Eisenach gewinnt 1:0. Und das hat nicht allen Einheimischen zugesagt. Eisenach hat nur durch den Schiedsrichter gewonnen. Naja, ich sehe es ein bisschen anders. Und ich sehe es auch so. Niemand hat die Absicht, deine Mauer zu errichten. Besser hätte ich es auch nicht formulieren können. Das richtige Schlusswort. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.